Hey Leute, was geht? Ich bin's, der Max, und wir zocken Assassin's Creed Unity, die Kampagne weiter. Ich labe jetzt nicht weiter, sondern wir fahren fort, da wo wir aufgehört haben. Die Wiedergeburt, ja. So, jetzt hoffe ich, man versteht mich auch deutlich. Oder zumindest man hört mich, so eher herum gesagt. Denn, ja, jetzt lädt es ewig ein bisschen wieder. Kostet uns alles leider Zeit. Aber naja, was wollen wir denn dagegen machen? Gar nichts. Dass das immer so lange lädt. Okay, ich bin jetzt ruhig. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. The Phoenix Project bei Abstergo. Ja, liebe Leute, ich schätze mal, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir werden Assassine. Nein. Willkommen bei den Assassinen, Novize. Servus. Oder hallo. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifachhelix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Oh Mann, ich bin noch immer vielleicht verwirrt. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam.
Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Alles klar, ich bin startbereit. Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Anuf verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Assassinenfähigkeit freigeschaltet. Alles klar, das wurde alles. Doppelattentat wurde freigeschaltet. Dickes Fell, Umgebung unter Tauchen, Schmetterschlag und so weiter und so fort. Nahkampf. Der Schmetterschlag. Beim ein Angriff, der den Gegner aus dem Gleichgewicht. Ja, den kaufen wir doch, oder? Alles klar, haben wir einen Besitz. Fernkampf. Betäubungsbomben, Fernwaffen. Die Fähigkeit, Fernwaffen wie Pistolen und Musketen zu verwenden. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch eins zur Verfügung, wie ich sehe. Da brauchen wir zwei, zehn. Oh, zehn, für was denn? Ausfüllpunkt, was ist das denn? Okay. Schleichen. 4, 6, 2, 2. Kann leider nichts mehr kaufen. Schade. Was ist auch alles? Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arnaud mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. In den Glitch? Waffen, wieso Waffen? Einhändig. Das Schwert ist schon mal besser. Sehr eindeutig, klar. Das ist ja noch besser. Nehmen wir das für 1000. Jo. Nehmen wir das für 1000. Und natürlich eine Pistole gleich noch dazu. 500. 1000. Kosten 1000, das ist jetzt ein Unterschied. Was? Die hat weniger Schaden, parieren Geschwindigkeit. Kaufen wir doch lieber die. Immer das ganze Geld hier ausgeben. Mensch. Gut, dann gehen wir mal zur Mission. Hast mich da durch. Sorry. Ups. 89 Mal von mir entfernt. Jetzt hätte ich vorhin gedacht, das ist eine Leiter. Oh Mann. Upsalop. Super, wie komme ich da jetzt rüber? Was zur Hölle war das denn gerade? Ups, das wollte ich nicht.
Ja, super, jetzt krieg ich gleich hier wieder Stress. Ich will die gar nicht töten. Wie kann man denn einfach... Ich will auch mal mit zwei Händen zuschlagen. Ja, dann plündern wir doch die gleich nochmal, wenn die schon hier Ramazamba machen. Würde ich mal sagen hier. Und darum. Alles klar. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Alles klar. Upsalop. Das sind wir auch schon. Aber unser Freund Belek, oder wie er heißt, diese Mission spielen wir erst in der nächsten Folge. Hiermit verabschiede ich mich von euch, euer Max. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Aber schreibt in die Kommis, also Kommentare, was wir verbessern könnten und was euch nicht gefallen hat. Wir nehmen uns diese Ratschläge wirklich ans Herz. Ich bedanke mich nochmal herzlich. Bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Unity. Haut raus.